kleiner Rabe Grex. Bin lustig und gescheit. Bring Fragen, Wissen, Spaß für euch. Auf Knopfdruck jederzeit. Mann, der ist ja richtig cool bei mir auf dem Kopf. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Krieg, Krah, Krex. Heute geht es bei uns rund um das Thema Ostern, weil Ostern ist ja auch schon bald. Und wir haben eine spannende Ostergeschichte für euch. Jetzt geht's weiter. Klar doch, aber nicht einschlafen. Nein, das wird euch nicht passieren. Heute habe ich meine Freunde eingeladen. Der Kasper, der Seppel und dieser lustige Hund, wie heißt der noch? Richtig. Der Bello wollen kommen. Tra, tra, tralala, tra, tra, tralala. Ja, da kommt ja der Kasper schon an. Hallo Kasper, ich bin hier. Tra, tra, tralala. Hallo Osterhase. Schön, dich zu sehen. Ja, Kasper, ich freue mich auch, dass du gekommen bist heute zu mir in mein Osterhasenhaus. Wir wollen ein kleines Fest feiern. Ein schönes Osterhasenfest. Oh, toll. Meine Freunde kommen auch gleich noch hinterher. Der Seppel und der Bello. Ja, komm, lass uns schon mal ins Haus gehen. Oh ja, wir können schon alles vorbereiten. Ja, ja, ich habe Kakao gekocht. Und leckeren Osterkuchen gibt's auch. Freue ich mich aber drauf. Toll. Osterkuchen mag ich besonders gerne. Osterhase. Ja, im Wald, da sind die Räuber. Halli, hallo, die Räuber. Wollen doch mal schauen, ob es heute hier nichts zu stehlen gibt. So, guck mal da unten, die Kinder. Sollen wir denen die Schuhe stehlen? Dann könnt ihr barfuß nach Hause laufen. Nee, Quatsch. Was sollen wir denn mit Kinderschuhen machen, du Dummkopf? Ach so, die passen uns ja gar nicht. Hast du auch wieder recht. Aber schau mal. Potzblitz. Hohohoho. Das nicht klauen. Das gehört doch uns. Das sind doch unsere Eier, wir haben ja gar keine gekriegt zu Ostern. Niemand hat uns Eier geschenkt bisher. Doch, die nehmen wir mit in die Räuberhöhle. Jawohl, das sind jetzt unsere Ostereier. Jawohl. Ihr sollt ruhig sein. Und ihr dürft nichts verraten von uns, ist das klar? Ihr sollt nichts verraten. Los. Lass die Kinder, ab geht's in die Räuberhöhle. Schnell los, ab in die Räuberhöhle. Schnell. Osterhase, die Kinder rufen uns. Ja, ich hab's auch gehört. Was gibt es denn Schönes? Was ist denn los, Kinder? Hä? Ihr ruft uns alle. Oh, mein Körbchen mit den Eiern ist gestohlen. Wer war das, Kinder? Die Räuber! Ja. Und wo sind die hingelaufen? Ja. In die Räuberhöhle! Ja. Osterhase, ich rufe meine beiden Freunde, dann werden wir hinterherlaufen und sie fangen. Du willst mir helfen, Kasper? Natürlich, bleib du im Osterhaus zu lange. Ja, das mache ich, damit ich aber froh, dass du mir helfen willst. Schön, dass du mir helfen willst. Seppel! Seppel! Das Wandern ist des Seppels Lust. Hallo Kasper, bin ich schon da? Was gibt es denn? Etwas Schlimmes ist passiert. Die Räuber! Was? Hier waren Räuber und haben dem Osterhasen das Körbchen mit den Eiern gestohlen. Ja. Ist das wahr, Kinder? Ja! Gottbölle, was denn? Ich weiß, wo die Räuberhöhle ist. Und wo ist die? Am Ende der Welt. Gleich hinter Mönchweiler. Pass auf, du. Dass jemand hört. Aber ich. Der Bello fehlt noch, der muss auch mithelfen. Seppel, pass auf dich auf. Pass gut auf, Seppel. Der Bello, wir rufen alle Bello. Bello, 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 Bello. Ich bin ja schon da. Was gibt es denn? Die Ostereier? Ja, Bello, hier waren zwei böse Räuber, haben dem Osterhasen das Körbchen mit den Eiern gestohlen. Ist das wahr? Ja! Mano, das dürfen die nicht!
Der Seppel sucht schon die Spur. Hilf mir, such die auch. Die Räuberhöhle? Ja. Hier sind sie gelaufen. Da? Ja. Woher weißt du das? Ich sag nur, Räuber stinke Socke. Lauf hinterher. Mach ich doch, bin gleich zurück. Bello, warte, ich komm doch auch mit. Bello! Och, Kinder, da laufen sie. Schnell. Ich mach mich auf den Weg. Kommt ihr alle mit? Habt ihr auch keine Angst? Los geht es, die Räuber suchen. Und alle kommen mit. Tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, tra, tra. Lustig ist es im Räuberwald, wo des Räubers Hose knallt. Hey! Jetzt sind wir hier in der Räuberhöhle. Und niemand weiß, dass wir hier sind. Nein! Nein! Habt ihr was verraten? Hör dir mal die drei Käsehochs an da unten. Die haben was verraten. Ja, wisst ihr, was wir mit Kindern machen, die uns verraten? Zu denen kommen wir nach unten, ziehen die Schuhe und Strümpfe aus. Dann kriegt ihr kalte Füße. Jawohl, das machen wir. Ja! Ihr Räuber, wo seid ihr? Hey, hey, da kommt einer, los! Runter in die Höhle, schnell! Los, runter, da runter! Nichts verraten, Kinder! Nein! Nein! Ihr Räuber, ihr Spitzbuben, wo seid ihr? In der Höhle? Ist das wahr? Was ist? Hinter mir! Hallo Räuber! Ha, du Dummkopf! Hilfe, lass mich los! Das gilt nicht von hinten! Hilfe! Kinder, ruft den Bello! Ruft den Bello! Wollt ihr wohl ruhig sein? Ihr sollt ruhig sein! Ihr müsst ruhig sein! Bin ja schon da! Was ist los? Die haben den Seppel gefangen? Na, warte, die können was erleben. Was glaubt ihr, was ich mit dem Räuber mache? Wir sind in der Wüste. Was ist? Was ist? Ah! Lass dich ja nicht wiedersehen, du Köter. Kuckuck. Hä? Bube, Bube. Mädle, Mädle. Hä? Da? Bist du da? Nein, hier. Hä? Hier? Mein Gott! Höp. Dieser Köter, ich werde ihm eine Falle stellen. Ich locke ihn mit einer Wurst hierher. Und wenn er hier sitzt, dann drehe ich ihn den Hals herum. Psst. Ihr dürft nichts verraten. Nein! Hündchen, komm doch einmal her. Ich habe eine schöne Wurst für dich. Komm! Hä? Habt ihr gehört? Der hat eine Wurst für mich. Was ist los? Was ist? Eine Falle? Ha, Räuberkrebs. Da liegt der Köter, macht keinen Muxer mehr. Räuberkrebs. Den beiß ich gleich in seinen Popo. Hä? Nix da. Schnell! Ein Sack! Ich hab hier... Au! 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 Au, mein Popo! Aua! Tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, tra, tra, tralala, tra, tra, tralala. Kinder, was ist los? Der Seppel ist gefangen? Ja, wo denn? Und wo ist die Räuberhöhle? Tatsächlich. Und wo ist der Bello? Der hat einen Räuber im Popo gebissen. Ja, dann wird ja alles gut. Dann hole ich jetzt den Seppel aus der Höhle und dann gehen wir zum Osterhasen.
Dann machen wir das große Fest und dann kann gar nichts mehr passieren. Stimmt's, Kinder? Was ist? Nein, da ist doch gar nichts. Hä? Ihr seht Gespenster. Da ist doch gar nichts. Was? Hallo, ist da jemand? Ha, du Dummkopf. Jetzt wirst du gefangen genommen. Das geht nicht, Räuber. Und warum nicht? Hinter dir ist die Polizei. Ach, du dickes Ei. Wo denn? Ha, denkst du? So, hier wirst du eingesperrt im Hühnerstall. Oh, lass mich da raus. Nichts da. Seppel. Ja, ich bin hier unten in der Höhle. Ich komm runter. Buse dunkel da unten. Hier bin ich, Kasperle. Komm raus, schnell. Hier, komm. Oh, Kasperle, Kinder. Der Räuber war ganz gemein. Der kam von hinten ohne anzuklopfen. Du musst doch besser aufpassen. Ich lass nie wieder was rumliegen. Jetzt lauf schnell, der Osterhase wartet schon. Mach ich. Tschüss, Kinder. Und bedanke dich. Danke fürs Helfen. Das Wandern ist des Seppels Lust. Hey, da kommt der Osterhase. Hoppeli hopp, danke, danke, lieber Seppel. Schön. Ach, komm, gib mir die Eier, ich nehme sie mit. Komm, gib sie mir doch, Osterhase. Ja, Kasperle, ich bin doch schnell hinterhergelaufen. Schön, dass ich euch gefunden habe, Osterhase. Jetzt wird alles gut. Komm, wir wollen schnell losgehen, das große Fest. Halt, Osterhase, lauf schon mal zu. Ich habe ja was vergessen. Kinder, was habe ich denn vergessen, wer weiß es? Den Bello. Kommt, wir rufen ihn alle mal ganz laut. Bello, 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 Bello. Ich bin ja schon da. Wo warst denn du? Ich hab den Räuber gleich zweimal in sein Popo gebissen. Der ist davon gesaust wie ein wild gewordener Handfeger. Oh, du bist ja ein großer Hund. Ich bin nur ein kleiner Wauwau. Doch komm, wir wollen schnell losgehen. Der Osterhase wartet, der Seppel. Das große Osterhasenfest feiern. Prima. Und was machen wir mit den Kindern? Ja, denen sagen wir, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war unsere Osterhasengeschichte. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder, wenn es heißt... Die Villinger Puppenbühne ist zu Gast bei Kri Kra Krex. Dankeschön. Und der Rabe Krex kommt nachher auch noch. Tschüss. 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 Immer die Klatschen. Ja, die Klatschen. Toll. Ja. Ja, da ist ja nochmal Gott sei Dank alles gut gegangen und die Steine konnten wieder in richtige Ostereier verwandelt werden. Vielleicht findet ihr am Sonntag ja auch so ein Osterei in eurem Garten. Na, dann sucht mal alles schön. Viel Spaß dabei. Von uns war es das heute schon wieder. Wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.